Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute beginnt endlich die Staffel 2 von Forest Camp. Ich bin wieder, wie in der ersten Staffel, oben beim Steinbruch. Und ja, heute beginnt die zweite Staffel, das heißt alles von neu, weil da habe ich ja das aufgeben und dann Wildcamp oder so gemacht, weiß ich auch nicht mehr. Das ist weg. Wildcamp, weiß ich noch nicht, ob ich das weitermache. Und ja, Forest Camp 2, schauen wir mal, wie viele Folgen und so. Aber es soll schon eine gute Länge und nicht so wie bei der ersten Staffel, so kurz, 3 Folgen. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt für dieses Projekt. Ich habe noch ein weiteres Projekt in Planung. Mal schauen, wann das rauskommt. Aber erstmal Forest Camp 2. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, was die anderen Sachen, was die Zukunft mit sich bringt. Und ja, wir sehen uns dann später. Also gleich, weiß ich nicht wann. Irgendwann, wenn irgendwas Neues zu berichten gibt. Und ja, bis dahin. Wir sehen uns. Bis später. Und da geht's. So Leute, das hier sind die Überreste vom großen Shelter, der da gestanden ist. Da haben wir die alte Feuerstelle. Und da hinten, das ganze Holz da drum liegt, da war mein Shelter. Zumindest die Anfänge. Und da, ja, so schaut das aus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, weil ich hier das alles abgebaut habe. Aber es wird schon ein bisschen her sein. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, dieses ganze Forest Camp 2. Ja, wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas Spannendes passiert. Bis gleich. So Leute, ja, Grundgerüst vom Shelter steht und ich wollte euch noch was mitteilen, und zwar ist das jetzt schon der dritte Tag, wo ich hier oben bin, aber es ist noch immer das erste Video. Das liegt daran, dass ich nicht so viel Fortschritt mache, was nicht so gut ist, aber ja, ich filme halt so viel ich kann und so viel Fortschritt ich mache, umso mehr zum Filmen habe ich. Aber wenn nicht viel zum Filmen ist, dann muss ich halt mehrere Tage hintereinander aufnehmen und das in ein Video verpacken, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, wir sehen uns gleich, wenn irgendwas Neues dazugekommen ist. So, da liegt ein bisschen Holz. Ich hoffe, die Kamera wackelt nicht zu sehr und der Wind stört auch nicht. Es geht nur ein bisschen Wind, aber ja, ich hoffe, es stört nicht. Auf jeden Fall liegt da Holz und da habe ich das Grundgerüst für ein Shelter. So gemacht. Da die Stützen, die zwei. Eins, zwei. Die muss ich noch ein bisschen in die Erde graben, damit es stabiler ist. Aber das Grundgerüst sollte so jetzt passen. Jetzt sammle ich danach, nachdem ich es eingegraben habe, noch Holz für die Seiten. Und ja, das werde ich da irgendwo stapeln und eine Zeit drauf machen, wie ich das bedecke. Und ja, mal schauen, ob ich es auch tarne jetzt schon. Weil ich habe vor, eine Baumarktplane zu kaufen und die da drüber zu geben.
Und damit es halt wasserdicht ist, bisschen. Und ja, schauen wir mal, wie es wird, wie es sich ergibt. Bis später. So Leute, ich habe jetzt doch keine Zeitraffer gemacht. Aber ja, vielleicht nächstes Mal, wenn ich was Schönes baue. Und ja, jetzt zeige ich euch mal das Endresultat. Viel mehr werde ich heute wahrscheinlich nicht machen. Und beziehungsweise in dieser ersten Folge nicht machen. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich dabei hingezaubert habe. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da ist etwas. Jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt hin. Da, jetzt sieht man schon ein bisschen besser. Schaut für euch aus wie ein Haufen voller Nadeln beziehungsweise irgendwas anderem. Aber da seht ihr, das ist die Tarnung, die zwei Holzbalken, nur dass es nicht wegfliegt. Und jetzt zeige ich euch, da. Das ist der Shelter. Ich habe mich jetzt nicht für den A-Shelter, sondern für diesen. Ein paar Sachen muss ich noch ausbessern, aber dabei reicht's. Ich hoffe, der fliegt nicht zusammen. Aber ja, ein bisschen getarnt von da oben. So. Dann hier mein Bett, was noch nicht ganz fertig ist. Aber macht ja nichts. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Bis später irgendwann. So Leute, ich sitze jetzt im Shelter drinnen. Bisschen was muss noch da gemacht werden, da die Stützen ein bisschen verbessert oder hier Seitenwände rein oder Plane. Aber das war's für diese Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die geworden ist. Wenn es kurz ist, dann tut es mir leid. Und wenn es passt, dann passt. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und jetzt im Anhang noch Fotos von den ganzen Sachen, was in dieser Folge alles dazugekommen ist. Also nochmal viel Spaß beim Anschauen der Fotos und bis zur nächsten Folge. Tschüss.